Jungs, habe ich gedacht, da ist ja der Weidler. Heute mal nicht aus dem Wald, Hansbau für euch, Bäume, dahinter ist ja gerade ein Wald. Aber heute bin ich auf so einer Art militärischen Gelände unterwegs, weil ich einfach einen Beitrag planen wollte heute einmal, wo mich schon so wahnsinnig viele Leute gefragt haben und haben gesagt, hey Gerhard, was hast du in deinem EDC drin, was hast du in deinem Go-Home-Bag drin? Ich bin auf diese Themen schon öfter mal ein bisschen eingegangen drauf und heute möchte ich euch einmal vorstellen, was ich so in ein Get-Home-Bag mitnehme, was ich da so drin habe. Da habe ich ein bisschen was gepackt. Das ist ein Rucksack, da komme ich jetzt dann drauf zurück im Laufe des Themas, also im Laufe des Videos. Und dann werden wir uns das einmal genauer anschauen. Wir müssen irgendwo ein Plätzchen suchen, wo wir ein bisschen ungestört sind, weil hübsch der Wind geht, da hinten sind die ganzen Hühner. Und dass wir da in Ruhe das einmal durchgehen können, was ich da alles drin habe in den ganzen, warum und wieso. Wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich meinen Platz gefunden habe. Ja, jetzt haben wir uns einmal ein schönes Platz gesucht. Da hinten ist ein bisschen windstill. Wir kommen da an das Zeitteige, das ist perfekt. Und da können wir dann das Ganze anschauen, was ich alles in diesem Get-Home-Bag drin habe. Ich möchte erst einmal vorweg sagen, ein Get-Home-Bag sollte dann jeder haben. Das ist sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel so ein Get-Home-Bag, diesen Rucksack hier. Wie man hier sieht, das ist ein Expedition, ein Türfalkon nennen sie das. Der kommt aus Amerika. Das ist ein Rucksack, der bei mir seit vielen, vielen Jahren in der Ecke verstaubt, mehr oder weniger. Und ich werde ihn erst in nächster Zeit wieder benutzen, öfter mal mit rausnehmen und so, weil es einfach wirklich ein hervorragend durchdachter, langlebiger, sehr, sehr stabiler Rucksack ist. Was da alles drin ist, schauen wir uns an. Und da ist es auch so, ihr seht, im Auto habe ich auch immer ein bisschen was dabei. Ich meine, die Armbrust habe ich nicht immer dabei, aber hier verschiedene Koffer. Dann habe ich hier Reservekanister dabei, da kann man Wasser transportieren oder halt Diesel, Benzin, je nachdem. Wie man sie ausstatten mag. Das ist jedem selbst überlassen. Also meistens habe ich nur dieses hier dabei. Das ist mein EDC. Das habe ich immer dabei, auch wenn ich zum Einkaufen gehe. Ich habe schon mal einen Beitrag gemacht. Den blende ich jetzt oben ein. Da habe ich mit einer anderen EDC, aber einer Bauchtasche als EDC, einmal eine Übernachtungstour gemacht. Einmal geschaut, wie ich damit zurechtkomme. Das Ganze also praktisch üben draußen im Feld. Und das ist auch sehr wichtig. Mit dieser Tasche werde ich auch noch einen Beitrag machen, wo es da alles drin ist. Auch im Auto seht ihr, habe ich Organizer drin. Das ganze Auto ist komplett ausgestattet mit Funk, allen möglichen Funkverstärkungen und viele, viele andere Sachen. Da kann ich auch mal extra einen Beitrag machen. Ich habe im Mitgliederbereich schon mal ein bisschen was gemacht, was ich da momentan alles so drin habe. Ja, aber jetzt nehmen wir den Rucksack hier und dann gehen wir da rein, machen wir es uns schön gemütlich und dann zeige ich euch einmal, was da alles drin ist. So, jetzt sind wir im Zelt drin. Ich hoffe, dass der Ton gut ist drin. Es halt ein bisschen, ist ganz klar. Ein großes Zelt, aber wir sind mal windgeschützt, das ist super. Weil außer ein bisschen der Wind pfeift, das ist mit dem Mikrofon, ihr wisst selber, die filmen sehr schwierig dann, weil da macht das Mikrofon immer zu und da drin haben wenig Störgeräusche, okay? Es flattert öfter ein bisschen und ist vielleicht ein bisschen ein Hall drin, aber ansonsten passt's. Okay, um das Teil geht's halt. Ich habe euch schon vorgestellt, das ist mein Maxpedition Rucksack, wo bei mir schlummert im Keller für einen Ernstfall quasi. Ich habe mehrere Rucksäcke daheim gepackt schon. Sei es auch jetzt, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich auch immer einen Rucksack dabei, den man Instagram verfolgt. Wissen Sie, dass ich immer einen Rucksack dabei habe, einen kleinen. Und da ist jetzt das Wichtigste drin, was man einfach braucht. Ein bisschen Erste-Hilfe-Kit, ein bisschen Wasserfilter, ein Notfallschlafsack, Schnur und so weiter. Ein Handy, keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Und das Gleiche auch hier, mein EDC. Da kommt ein extra Beitrag, weil da ist auch sehr viel drin mittlerweile. Und da habe ich auch sehr viele Erfahrungswerte sammeln können. Die letzten Jahrzehnte habe ich mit denen schon beschäftigt, was man wirklich braucht. Habe das auch praktisch draußen durchexerziert schon und wirklich draußen geschlafen, nur mit diesem Teil. Und es funktioniert definitiv. Da gebe ich euch dann einmal Tipps. Aber jetzt geht es um das. Ich werde den Rucksack jetzt einmal hier herlegen, dann aufmachen. Und ja, was kann ich gleich mal vorab sagen zu diesem Rucksack? Der Maxpedition ist ein 40 Liter Rucksack. Ist mega geil. Also ich finde, vier, nennen wir es einmal Fluchtszenarien, ich mag es eigentlich nicht so nennen, aber einfach für irgendwelche Katastrophenfälle, wo es passieren kann und möchte einen Rucksack packen, finde ich, die besten Rucksäcke, wo ich bis jetzt gehabt habe, war Maxpedition, der Kürfalken, ist mega durchdachter Rucksack, mega stabil, das sollte also ein Kaufzeichen 30-40 Euro Rucksack, weil im Ernstfall muss der funktionieren. Der nächste ist der Tasmanian Tiger Trooper Bag, den habe ich auch gehabt, leider verkauft, aber ich möchte einen Wiederkaufer irgendwann. Der ist ungefähr ähnlich aufgebaut wie der, auch 40 Liter, für mich perfekt. Get Home Bag, 40 Liter, optimal. Wenn man natürlich Never Go Home Bag hat, wie sie das schimpft,
dann braucht man 60, 80 Liter oder auch mehr. Da habe ich dann meine Savotta-Schwerlastkraxen daheim. Das ist aber was anderes in das Szenario. Ich möchte ja gar nicht durchspielen, weil das ist mir dann echt heftig. Aber jetzt machen wir mal auf und schauen wir mal ein bisschen, was drumherum ist und was ich so drin habe. Und da werde ich ein bisschen was erzählen dazu. Warum Get Home Bag? Also, das kann ich euch jetzt ganz kurz mal erklären. Ein Get Home Bag ist das einfach, dass man sich auf was vorbereitet, was eintreten kann. Da gehe ich jetzt gleich ein bisschen näher drauf ein. Und dass man was dabei hat, eine Ausrüstung, dass man wieder zum Beispiel von der Arbeitsstelle oder von einem Berufstermin wieder heimkommt. Es können verschiedene Szenarien sein. Es kann so schnell auch eintreten, sowas. Ihr habt es gesehen in der Pandemie, von der Corona-Pandemie, wie schnell sowas gehen kann, mit was man überhaupt nicht denkt. Und man ist zum Beispiel jetzt auf einem Kundentermin mit seinem Auto unterwegs und auf der Autobahn steht man und dann ist Meteorit, Einschlag, keine Ahnung, Vulkanausbrüche, irgendwas. Es ist weit hergeholt, ich weiß. Wir reden nicht vom dritten Weltkrieg, weil wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, kann man sich sowieso ganz schlecht darauf vorbereiten und werden wir sowieso weitgehend alle ausgelöscht. Also da ist ganz eine Hausnummer, aber es geht einfach um das, dass irgendwas eintreten kann, eine Naturkatastrophe, und man muss das Auto zurücklassen und muss sich zu seiner Familie wieder zurückschlagen quasi. Also sprich, man ist einfach mehrere Tage unterwegs, autark, und da sollte man wirklich ein bisschen vorbereitet sein. Ist jetzt meine Meinung, das kann jeder selber machen, wie er mag. Wenn einer meint, das ist nicht so, ich rufe dann Polizei und Feuerwehr, die THW, die helfen mir schon, dann muss er es probieren. Wahrscheinlich wird er auch Glück haben in der heutigen Zeit, aber es kann sich sehr schnell ändern. Da ich sehr viel in der Natur unterwegs bin, wöchentlich, und mache das Ganze hauptberuflich, von dem her habe ich sehr viel Erfahrung sammeln können, was man wirklich braucht und was nicht. Und kann meinen Körper ungefähr einschätzen, was kann ich ihm zumuten und was nicht. Da ist es auch so, wenn es so Get Home Bag riecht, bleibt es bei 15 Kilo, 17 Kilo umeinander. Der hat jetzt leer, ohne Wasser. Also ich habe dann eine Wasserflasche drauf, mit Wasserflasche oder dann 17,5, 18 Kilo. Das ist schon Grenzbereich, aber ich bin sehr gut ausgestattet mit Nahrungsmitteln. Und das soll es auch so sein, wenn man sich so Gedanken macht für ein Get Home Bag, sollte man überlegen, in was für einen Radius bewege ich mich hauptsächlich. Wir sprechen jetzt nicht vom Urlaub fahren, sondern wo bin ich eigentlich täglich die ganze Woche unterwegs, in was für einen Umkreis. Bei mir sind das ungefähr so 200 Kilometer Umkreis von zu Hause, bin ich entfernt. Sprich, wenn ich dann irgendwo an der Grenze bei 200 Kilometer mir irgendwas zustoßen sollte und muss zu Fuß haben, mache meinen Kofferraum auf, nehme mein Homebag oder absolut Notfall mein EDC und dann geht's los. Dann bin ich so ausgestattet, dass ich sagen kann, okay, ich kann wirklich nur marschieren und für Sicherheit sorgen, ich muss mich nicht um Nahrungsmittel kümmern, sondern wirklich nur noch ein bisschen Wasser, ich habe ein bisschen was dabei für den Start, dass ich da reinkomme in das Ganze und kann dann die Strecke 5, 6, 7, 8 Tage, je nachdem, was für ein Szenario auftritt, kann ich dann mich durchschlagen zu Hause und kann dann für Schutz und Sicherheit wieder für meine Familie sorgen. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht darüber, was für Szenarien eintreten können, und es gibt keine Faustformeln. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, sondern nur auf ein bisschen was. Bei mir sind es jetzt nicht unbedingt die Vorbereitungsszenarien von einem Weltkrieg, von Plünderungen und so, sondern mehr eigentlich Naturkatastrophen und so. Sprich jetzt ganze Wälder brennen, keine Ahnung, es kann irgendwas passieren. Vulkane brechen weltweit aus, die ganze Sache verdunkelt sich. Auf das haben jetzt ich vorbereitet. Deswegen seht ihr auch hier diese lustige Maske, wo sie dabei habe. Das ist einfach eine Maske von 3M. Ich werde euch das Ganze und verlinken, die ganzen Artikel hier, wo man sie einfach gegen Staubpartikel schützen kann, Gase und so. Das ist sehr wichtig, weil wenn ich in einem Waldbrandgebiet unterwegs bin oder Vulkanasche kommt oder so, bin ich mit denen schon mal sehr fein. Zusätzlich natürlich noch eine Schutzbrille. Sehr wichtig, die geschlossen ist. Man kann sich auch geschlossene Masken kaufen, Vollschutzmasken, ABC-Masken, das ist jedem freigestellt, wie er mag. Also ich habe mich nicht vorbereitet auf ABC, weil das sowieso nicht überleben mag dann. Das ist mir sowieso ist heftig, wenn es wirklich Giftgase gibt und so. Aber mit sowas ist man schon relativ gut geschützt. Man kommt jetzt in ein Gebiet, wo es sehr staublastig ist oder verunreinigte Luft ist, dann kann man das aufsetzen. Die Filter kosten nicht viel, so eine Maske kostet auch nicht viel, ist sehr leicht und angenehm zum Tragen. Man kann wirklich gut atmen drin. Zusätzlich diese Schutzbrille, die kann man sowieso auch für andere Sachen brauchen. Jeder weiß, wo ein Schneesturm schon mal unterwegs war oder sonst irgendwo, wenn es massiven Regen hat, schräg, ist man wirklich sehr gut geschützt damit. Das habe ich jetzt einmal dabei, ist auch in den Rucksack normal drin, ich habe es nur für das Video jetzt einmal aufgesetzt, dass es ein bisschen cooler ausschaut. Genau, dann geht es jetzt hier weiter. Da ich sehr stark ausgehe
von Gebieten, wo ich mir unterwegs sein könnte, wenn was passiert, was ich nie hoffe, habe ich natürlich kleine Macheten dabei. Die kann man auch sehr gut zum Feuermacher, also Feuerholzmacher und sonstige Sachen verwenden. Das ist sehr gut. Da kann sich jeder selber überlegen, was er mag. Man kann sich auch ein kleines Beilei da oder eine große Axt an der Seite dran. Das ist jedem selbst überlassen. Ihr seht es hier, habe ich so Knicklichter dran. Nutzt einfach das Maulsystem für irgendwelche Gegenstände. Dort seid Pouches dran, keine Ahnung was. Hier habe ich noch ein bisschen so eine Art Transportsystem. Da ist jetzt, was sehr wichtig ist, gegen Nässe was dabei, dass ich es über den Rucksack drauf tun kann. Weil wenn ich jetzt 7 Tage unterwegs bin in Starkregen, ist sowas echt Gold wert. Zusätzlich habe ich noch eine separate Regenkleidung dabei. Und da ist auch so Kleidung, passt eure Kleidung von Haus aus schon so aus. Ich renne privat auch fast immer so rum. Ich habe sehr gute Outdoor-Klamotten, die sind sehr funktional. Auch so eine Jacke hier, unbedingt im Auto haben. Kostenfrei, ich habe Winterjacken drin und eine sichere Jacken, das ist ein Smog. Sehr, sehr wichtig, wenn man sowas hat. Und warum? Weil es einfach wirklich vom Taschensystem hier super ist. Und wenn man dann unterwegs ist, kann man das Ganze hier umlagern und zugriffsbereit am Mann dran. Sprich, man kann sich sein Wasserfilter einlegen, man kann sich sein Messer, Licht, Taschenlampe, alles da einlegen. Hat dann den anderen Effekt noch, wenn wirklich was passiert, dass ich flüchten muss, muss den Rucksack zurücklassen, weil mir Hunde verfolgen, keine Ahnung, weil mir Horde verfolgt, wie auch immer, das sei dahingestellt, dann habe ich das auch. Und da habe ich das Wichtige drin. Da habe ich hinten BP5 drin, Notfahrung, Nahrungsmittel, Messer, alles, was man so ein bisschen braucht, kann man sich wirklich da rein tun, was mega wichtig ist. Kauft euch Jacken mit freien Taschen, man kann es wirklich einmal brauchen. Jetzt geht es auf der anderen Seite weiter. Ihr seht auch hier wieder Knicklichter. Knicklichter sind immer gut, wenn man dabei hat, als absolut Ultimo Ratio. Wenn alles Akku tot sind, der Mann ist im Dunkeln unterwegs, ist man mit denen wirklich fein raus. Kann ich euch aus Erfahrung sagen, sind sehr, sehr gut. Aber wenn man ein Höhlensystem muss, keine Ahnung, was passieren kann. Es kann alles Mögliche passieren, an das, wo man nicht denkt. Zusätzlich habe ich hier noch einen Trinkflaschenhalter dran, der verstellbar ist, dass ich auch, wenn ich dann unterwegs bin, mir größere Flaschen vielleicht suchen kann und mehr Wasser transportiere. Ich habe ganz eine normale Nalgene, BPA-freie Flaschen dran, so eine Nitratflasche, oder wie sie das auch schimpft, weiß ich jetzt momentan gerade nicht. Und, oder Nitril, glaube ich, heißen es. Und die reicht aus. Im Wald draußen habe ich immer Titanflaschen oder Edelstahl dabei. Das ist natürlich noch besser, weil man kann das Ganze jetzt auch zum Abkochen hernehmen oder aus Wärmflaschen im Winter, wenn es kalt ist. Aber da ist auch wieder so, man ist separat, muss man sich anpassen in die Jahreszeit. Ich habe jetzt hier für diese Jahreszeit was drin, da ist nicht mehr Schlafsack drin, weil ich den nicht brauche. Auf Nacht hat es vielleicht einmal 0 Grad momentan noch, vielleicht irgendwelchen Gebiet minus 1, überwiegend hat es 5, 6 Grad plus, am Tag so 10 Grad. Da brauche ich keinen Schlafsack mehr. Da habe ich einfach so einen Biwak-Schlafsack dabei, der reicht vollkommen aus. Wasserfilter ist das Allerwichtigste, was man dabei hat. Braucht man gar nicht drehen. 3 Tage ohne Wasser und man stirbt. Wenn es warm ist, noch schneller. Ich habe hier in mein Get-Home-Bag, habe ich noch nie gezeigt, einen Soa drin. Sehr guter Filter, sogar in Camouflage. Mit einem kleinen Squeezy-System, wo man draufschrauben kann zum Transportieren. Hervorragend. Gut, dann sind wir reingegangen, jetzt fangen sie das Regnen an, ich hoffe, das wird nicht zu laut. Und jetzt werden wir da mal in diesen Taschen schnell schauen, was ich da so drin habe, wo es natürlich auch angeordnet sein sollte, dass man schnell darauf zugreifen kann. Wo es man natürlich dann auch wieder alles da rein verlagert, dann kann man es viel schneller zugreifen drauf, wenn man so einen Mann hat. Und zwar habe ich hier verschiedene Sachen, das schauen wir uns jetzt kurz an. So, jetzt fangen sie richtig das Regnen an, jetzt spreche ich ein bisschen lauter. Wie gesagt, es ist sehr individuell, was man sich in seinen Rucksack hat. Ich finde es sehr, sehr wichtig, sind Taschenlampen, ist alles unten verlinkt, ich würde nicht jeden Artikel jetzt ansprechen, aber Taschenlampen kann man sich auch 2, 3 Stück einbauen mit Akkus und so weiter und so fort. Da komme ich aber noch drauf zurück. Ganz wichtig auch eine Kopflampe, sehr wichtig. Notsignalfackel, auch ganz wichtig, dass man sowas dabei hat. Das ist eine See-Notsignalfackel mit Reißzünder. Ist auch ganz gut. Habe ich auch in jedem Rucksack drin, im Auto überall. Feuerzeug. Dort zeige ich überall Feuerzeuge ein. Am besten 3, 4. Und die allerbesten, ich habe hier Big-Feuerzeug. Die besten sind die Einweg-Feuerzeuge, die ganz günstigen. Das Ganze mit Paracord umwickeln. Mit
sagt man es mit Gaffer-Gewebeband, auch hier seht ihr es, ich habe das überall rum, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass man das dabei hat, habe ich meine Videos schon 100 Mal angesprochen. Spiegel, sehr, sehr wichtig, man kann damit Signal abgeben, man kann um die Ecke schauen quasi und so weiter und so fort. Man kann sich auch selber anschauen, Pflege, Körperpflege und Hygiene ist natürlich auch verdammt wichtig. Und ich habe hier noch einen Magnesiumblock dabei mit Feuerstahl hinten drauf zum Feuermacher. Ich habe hier eine Uhr, ich habe zwar diese hier, die wird mich nie in den Stich lassen, die KHS Enforcer, Megateil aus Titan also und Keramiklinetten. Da, wie immer wisst, wie spät das ist, man kann es auch für Kompass nutzen, habe ich schon mal ein Video gemacht. Aber ich habe auch hier sowas dabei, einfach ein Casio, und zwar ist das ein Retro, ein F91W. Jeder kennt es aus den 80er Jahren, das Ding kostet 15 Euro und hat sämtliche Funktionen, wo man braucht draußen. Sehr, sehr geil. Zusätzlich, bitte dort sich euch ein, ich habe es überall im Auto griffbereit, ist eine Verbandsschere, man kann damit Blech schneiden, man kann diese Gurte hier problemlos durchschneiden, schneller wie mit einem Messer, man kann alles damit schneiden. Also das, die haben in jedem Verbandskasten drin, sollte man auch überall dabei haben, ein EDC oder so. Dann habe ich natürlich auch noch ein Messer mit Feuerstahl hier, ganz klar, ja, verschiedene Messer. Und kommt da jetzt ein neues, mein Jacket geht in Rente, kurzzeitig einmal, und habe jetzt ein geiles Messer, aber nicht das. Das ist mein Messer für mein Get Home Bag, und zwar von Hultafors. Ich finde das einfach von der Länge her geil, man kann richtig schön arbeiten damit und hat einen schönen Griff. Das reicht komplett aus. Würde jetzt auch ein paar Mal mitnehmen auf Tour, weil das Zeug liegt seit Jahren bei mir nur rum. Aber jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen testen. Zum Beispiel das Messer, muss ich jetzt ehrlich gestehen, habe ich noch nie dabei gehabt. Das habe ich nur so, ist noch nagelneu. Aber ich werde es jetzt auch öfter mal testen. Ich weiß aber, dass es sehr gut ist aus verlässlichen Quellen, wo wir das gesagt haben. Und jetzt schauen wir mal hier rein. So, jetzt geht es hier rein. Wichtig ist auch, dass man das Maulsystem draußen nutzt mit Expander Gummiseile, dass man auch wirklich was dranhängen kann. Man weiß nie, für was man es braucht. Ich finde es sehr wichtig. Ihr seht hier zwei vollgeladene Funkgeräte, ganz wichtig. Vielleicht trifft man jemanden unterwegs, mit dem man sich gut versteht, auf dem man sich verlassen kann und ist kein Idiot, was in der heutigen Zeit sehr schwierig ist. Aber ist gut, wenn man Funk dabei hat. Ich habe auch noch diese Kabel dazu, dass man lautlos funken kann. Das ist auch so ein Vorteil. Also Kommunikation ist sehr wichtig. Ihr seht hier, ist einfach ein Regensuit, quasi eine Regenhose, schön weit geschnitten und eine Regenjacke. Verlinke euch an das, ist sehr gut, braucht nicht viel Platz. Und das ist meine ganze Regenkleidung und bin bestens zu 100% vor Nässe geschützt, das ist sehr gut, und dann waren wir da auch schon fertig. Natürlich habe ich wenn ich es jetzt richtig nutze, dann noch Kugelschreiber und sonstige Sachen dabei. Aber ich habe mir erst ausgeräumt gestern, habe nächste für euch ein bisschen eingeräumt, weil viele Sachen haben drin, wo ich auch nicht zeigen möchte. Aber das meiste kann ich euch ja zeigen. Jetzt kommen wir zu einem System, wo es einzig dieser Maxpedition hat. Und zwar, man kann diese Taschen, die Abnehmer hängen jetzt da drin, und kann das hier als Bauchtasche hernehmen. Man kann sich hier zum Beispiel auch noch einen Schlafsack aufbinden oder ein Zelt, wer Isomatten, keine Ahnung, was mitnimmt. Und hier habe ich das Ganze dann mit diesem Gurt, nehme ich ab, gehe da durch und habe dann das alles sauber am Mann. Ja, dann schauen wir jetzt einmal, was ich da drin habe. Wie gesagt, das kann sich jeder eine da, wie er mag. Ich habe kein Paracord dabei, sondern einfach ein Mikrocord. Verlinke ich und ist mega praktisch. Ich habe das in meinem Video schon gesehen. Habe ich auch mehrere Rollen mittlerweile. Komplett will ich nicht umsteigen, aber die Traglast von dem ist auch extrem hoch. Also das ist wirklich cool. Ich habe hier einen Tonic drin. Man weiß nie, wenn man allein unterwegs ist, wo man sich verletzt. Ich finde es wichtig. Man kann es auch mit einem Gürtel machen oder sonst was. Aber es wiegt nichts, braucht nicht viel Platz. Ist perfekt. Auch hier Israeli Bandage. Habe ich auch im Auto oben drin. Wer sich in den Sicherheitsbereich kommt, weiß warum. Kauft euch das. Es ist das Beste zum Abbinden, sonst für größere Wunden. Hier habe ich gleich was drin, das zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt schauen wir mal da rein. Da habe ich auch noch ein paar Sachen drin. Ich habe hier wieder ein Tuch mit ausgeschnittenen Augen.
So sieht man es nicht. Dann kann man dann einen Sturmhaum nehmen, wenn das Wetter schlecht ist. Ganz, ganz wichtig, was ich auch finde, ist hier ein Dreieckstuch von der Bundeswehr. Habe ich massig. Auch hier Rettungsdecken immer dabei haben, in Oliv. First Aid. Dort zeige ich euch, was ihr meint. Das kann sich jeder selber zusammenstellen, wie er mag. Auch hier habe ich dann noch einen Becher dabei aus Titan zum Wasser abkochen oder mir eine Kleinigkeit drin zum Kochen. Das Essen komme ich jetzt gleich. Das hat den größten Teil drin, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist. Wie ihr seht, das ist die Tasche hier. Mega geil. Und hier habe ich dann noch ein bisschen eine Säge dabei. Man kann sich eine Klappsäge eintun oder halt ihr also eine Säge mit Paracorbänder. Verlinke ich euch unten. Ist hervorragend zum Schneiden. Ich habe so Drahtsägen probiert in letzter Zeit, die waren scheiße. Aber sowas da ist wirklich, geht ab wie Sau. Kostet ein bisschen mehr Kraft, aber die gehen ganz gut. Ist so eine Motorsägenkette drin, das pfeift ganz gut. Da kann man ein bisschen was durchschneiden, wenn es pressiert. Man weiß nie, warum man es braucht oder was. Okay, dann lasse ich sagen, schauen wir jetzt einmal rein, was jetzt da für Nahrungsmittel und so drin sind. Das ist auch was von diesen Maxpedition, was ich absolut mega geil finde. Und zwar, man macht das Ganze hier auf bis unten und man klappt es einfach auf. Und schau, sind wir hier am Inneren. Geiles System. Noch besser als wie das von Savotta, wo man an der Seite bloß rein kann, sondern man klappt es komplett auf. Das ist mega geil. Was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist autarke Energie. Das ist wichtig. Ich habe hier alles zum Aufladen mit Akkus. Auch Funkgeräte, alles dabei, die ganzen Kabel, verdammt wichtig, ist Solar. Und man soll sich nicht so ein kleines mitnehmen, sondern wirklich ein hochwertiges Solarpanel. Und dieses Solarpanel habe ich schon länger. Da kann man zwei Buchsen anstecken. Ihr seht, es fängt schon das Laden an. Damit kann ich auch so eine Taschenlampe laden. Kein Problem, das haut wunderbar hin. Ich habe es früher auch genutzt im Ausland. Sichere Sachen für meine Handy-Akkus und für meine Kamera-Akkus. Kein Problem, ist wirklich geil. Aber jetzt schauen wir mal, was ich da alles so drin habe und warum ich das da drin habe. Jetzt geht es zu den Nahrungsmitteln gleich. Ganz wichtig, da kann sich jeder einer, was er mag, wieder. Der eine mag eine Trockennahrung dabei, der andere mag was Fertiges. Ich habe da jetzt ja, verschiedene Sachen drin und da komme ich jetzt gleich drauf zurück. Aber jetzt hier noch, ihr seht, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ein wenig so ein Multifunktionstool. Mit Löffel und Gabel, kriegt man bei der Bundeswehr, ist sehr wichtig, dass man sowas hat. Dann kann man auch schon essen, was auch wirklich wichtig ist für das Ganze im Kopf, was sich abspielt bei so einer Situation. Und deswegen sollte man sowas dabei haben. Hier habe ich noch einen Notfallunterschlupf, den habe ich schon mal aufgebaut. Ist ein riesengroß Tarp oder Schlafsack, wo man rein kann. In Camouflage natürlich, richtig cool, für einen Notfall richtig geil. So, jetzt das Thema, muss ich ein wenig herrücken, Schlafsack. Schlafsack oder Wolldecke, ihr könnt euch einer, was schmeckt, oder nehmt euch ein Pyjama mit. Was, ihr könnt da, was schmeckt, ist mir egal, ich kann nur sagen, was ich mache. Ich habe hier mein Surfenbag dabei, den habe ich ausgesondert, den habe ich so hin und wieder mehr auf Tour noch dabei, aber meistens ist mein Get-Home-Bag drin. Da sind Gamaschen drin, wo man sich auf die Arme affizieren kann oder über die Füße. Man kann es als Poncho hernehmen, man kann es als, ja, Decke hernehmen, aus Taub, wie auch immer. Biwak-Schlafsack, das Ganze ist innen beschichtet, das wisst ihr ja. Schaut dann so aus hier. Diese Silberbeschichtung, wo es sehr gut reflektiert. Und das Ding ist 100% wasserdicht. Und das wird mein Schlafsack. Meine Jacken kann ich aus Kopfkissen hernehmen. Ist für den Notfall sehr komfortabel. Da gibt es überhaupt kein Problem nicht. Die Kamera wieder umgestellt, weil ich die ganze Zeit da aufschaue, ob ich ja wirklich auf dem Display bin. Das ist echt sehr ungewohnt, über Kopf da raufschaue zum Filmen. Aber ihr habt dann ein bisschen Einblick in diesen Rucksack, wie geil das System ist. Und man kann es besser packen, ich weiß. Ich habe es gestern auf Nacht noch alles ein bisschen zusammengesucht und noch ein bisschen was eingerammt, was ich euch einfach zeigen möchte. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ich habe hin und wieder, nicht immer, manchmal schmeiße ich es ein, manchmal tue ich es wieder raus. Spielkarten dabei, ganz normale Spielkarten. Also wenn ich unterwegs bin, man sollte es nicht unterschätzen, wenn man dann wirklich in der Einsamkeit ist oder mit jemand anderem unterwegs ist und es passiert nichts. Man ist irgendwie nur unterwegs, man sitzt stundenlang irgendwo dort oder tagelang eingesperrt oder man muss sich wo verstecken, keine Ahnung. Dann kann man Karten spielen. Das ist wirklich
Gold wert. Also das ist wirklich super. Am besten erinnert ihr euch zurück an Skilager oder so mit der Schule, wenn man vorgefahren ist, hat man irgendwas gemacht, weil man war mit ein paar Männern drin oder ein paar Kindern quasi in dem Fall. Und dann kann man sich wunderbar beschäftigen. Ich persönlich bin ja immer allein unterwegs, von dem her habe ich hier mein Blues Honer dabei. Dann kannst du ein bisschen dahidudeln, ich kann es noch nicht richtig. Und möchte es aber lernen. Keine Ahnung, so richtig kann ich es noch nicht, aber dann kann ich einfach ein bisschen spielen. Ich weiß, man wird dann gehört, aber vielleicht mag ich auch gehört werden. Und das nimmt der Angst und gibt der Fall zurück sowas, wenn man sich ein bisschen beschäftigen kann. Ja, und jetzt geht es einmal an die ganzen Nahrungsmittel, weil das ist wirklich das Wichtigste, dass man Nahrungsmittel dabei hat. Ich bin jetzt hier ausgestattet für eine Woche circa. Wasser, habe ich einen Wasserfilter dabei, habe hier noch ein bisschen Wasser drin, meine Feldflaschen, dass ich einfach 7 Tage wirklich voll durchstarten kann, mit voller Energie. Und da gebe ich euch jetzt ein paar Tipps und stelle die Kamera um und dann sehen wir uns gleich. Notfallnahrungsmittel. Dieses Thema Preppen, wie man es auch schimpft. Ich betreibe das schon sehr, sehr, sehr lang. Also schon wirklich jetzt, glaube ich, knapp 20 Jahre habe ich mit denen beschäftigt. Und bin aber in den Videos nie richtig drauf eingegangen. Vielleicht tue ich es ein bisschen, dass ich euch ein paar Tipps gebe, für Leute, die das interessiert. Aber es ist einfach irgendwie so, dass man, wenn man preppt, auf sich, auf was vorbereitet, auf ein Szenario, was eintreten kann, wird man dann als Spinner bezeichnet, bin ich immer geworden. Oder halt einfach als rechtsradikal mittlerweile, wird das schon sehr miteinander verknüpft, was ich eigentlich furchtbar finde. Weil bei mir ist es einfach wichtig, dass ich mir hier mich durchschlagen kann und einfach überleben. Dass ich zu meiner Familie zurück kann und kann der Schutz und Sicherheit bieten. Das ist wichtig, dafür haben wir Männer da. Und deswegen habe ich daheim ein bisschen Nahrungsmittel und so. Da sollte man sich auch beschäftigen damit, damit man die lagern kann. Weil man sieht, wie schnell das geht, ist wieder bei der Pandemie von Corona. Beste Beispiel. Wie es der Rundgang ist im Einkaufszentrum, alle haben Spinner angefangen. Meistens haben nur Globerbier gekauft, schmeckt anscheinend recht gut. Aber da sieht man es. Auf einmal klappt es vielleicht nicht mehr mit der Lieferkette und so. Und dann gibt es nichts mehr zum Essen. Ganz einfach. Die meisten haben Vorräte da für 2-3 Tage. Und das war's dann. Das ist ein Schmarrn. Man sollte wirklich als Mann für seine Familie sorgen. Finde ich verdammt wichtig. Das ist mein einziger Auftrag, wo ich mein Leben habe, für meine Familie zu sorgen. Und da gehört wirklich auch dazu, dass man für Nahrungsmittel vorsorgt. Hat man doch früher auch gemacht. Was hat jetzt das mit Spinnerei zum tun oder irgendwas? Oder warum bin ich deswegen rechtsradikal? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Mir ist auch egal. Ich kann das nachvollziehen, wenn ihr preppend und bauen sie da riesengroße Forts und so, Hochsicherheitstrakt wie Fort Knox, haben dann Zehntausende von Schuss, Munition und alle möglichen Waffen und Verminungen und. Aber es ist jeden seine Sache. Jeder kann sich auf irgendwas vorbereiten, wie er mag. Es ist ein Hobby und aus dem Hobby kann auch mal was kommen. Also bitteschön, man sollte leben und leben lassen. Ja, jetzt habe ich kurz abbrechen müssen, weil es ziemlich stark der Wind gegangen ist. Es ist sehr laut geworden und hat ganz kurz geregnet. Da sieht man mal, es kann von einer Sekunde auf die andere irgendwas eintreten. Keine Ahnung, irgendein Ereignis, dass jetzt da so eine Art Tornado kommt oder irgendwas noch nie da gewesen ist und zack, bumm, steht man da. Ich kann zumindest einigermaßen mich selbst versorgen und man soll sich nicht verlassen auf das, dass der Staat dann kommt und gibt Hilfsgüter aus oder bringt es in dem Fall wie die meisten Monate noch nach Hause und so. Vergesst es. Beschäftigt euch mit der Materie und sorgt es vor. Okay, soweit zu dem Thema, da kann man jetzt stundenlang diskutieren drüber. Viele verstehen es nicht, viele verstehen es, mir egal. Wenn es einem nicht passt, dann muss ich es ausschalten oder schaut sich was anderes zu. Für mich ist das wirklich wichtig. Ihr seht hier die gelben Dosen. Ich habe einen Hersteller gefunden, ich habe viele andere Hersteller noch daheim, aber ich arbeite mit einem jetzt sehr eng zusammen, weil mir das einfach so brutal gefallen hat, was der hat. Die haben so viele verschiedene Sachen und zwar nennen sie die Firma Sichersaat. Blendet ihr euch jetzt ein, da könnt ihr mal auf die Homepage gehen, dann verlinkt es auch unten. Und schaut euch das einmal an. Die haben wirklich so mega geile Sachen. Und da ist auch wieder so, was nimmt man für Nahrungsmittel? Nahrungsmittel müssen sehr viel Kohlenhydrate haben, sehr viel Nährwert haben quasi. Weil wenn jetzt ich zum Beispiel eine 5-Minuten-Terrine dabei habe, wo jeder kennt, die hat nichts. Das verpufft. Wenn ich ganz normal mit dem Rucksack unterwegs bin, es ist besser wie nichts, klar. Aber sowas oder so militärische Rationen oder Tracking-Nahrung, die haben Dampf, also die haben Kohlenhydrate, die haben Eiweiß, die haben alles Mögliche drin in Reinstform. Also das ist wirklich, da sprechen wir dann von 2000 Kalorien pro Mahlzeit und so, wo ich ja locker verbrenne. Also ich sehe, wenn ich zum Sport gehe, eine Stunde, haue ich, wenn ich locker das Training mache, so knapp 800 Kalorien durch.
Wenn ich den ganzen Tag mit dem Rucksack unterwegs bin, haue ich wahrscheinlich 4.000-5.000 Kalorien im Gelände durch. Die muss ich ja wieder irgendwo zu mir nehmen, weil sonst geht das 3 Tage gut und dann bin ich fertig. Dann bin ich total fix und fertig. Und deswegen sowas. Und das schauen wir uns jetzt auch ganz kurz einmal an. Ja, jetzt geht der Wind wieder recht. Und der Chef hätte persönlich vor draußen mit dem Stapler spazieren. Von diesem Militärgelände, wo wir uns befinden. Und vielleicht kriege ich dazu, dass er nachher auch noch kurz einmal reinschaut, ein paar Worte spricht. Das ist nämlich der Herr Schmidt. Der hat mir das Ganze hier alles ein bisschen zur Verfügung gestellt, dass er mich da halt frei bewegen kann und da filmen kann. Das ist mega geil. Wir werden jetzt öfter mal miteinander Projekte machen eventuell. Wir haben heute noch Besprecher. Und auch hier seine Homepage habe ich am Anfang schon gezeigt, blende über unten Name ein, beziehungsweise könnt ihr in der Videoverlinkung nachschauen. Der hat einen Military Shop, der hat Angelbedarf, der verkauft Fahrzeuge und so weiter, alles aus dem militärischen Bereich. Also wenn einer irgendwelche Fragen oder irgendwas braucht aus dem militärischen Bereich, da fährt er gerade mit dem Stapler vorbei, wahrscheinlich hört es noch. Und der hat echt alles da. Und vielleicht kriege ich noch dazu, dass er einer schon Servus sagt zu euch, das Name setzt. Ja, jetzt zu den gelben Dosen. Ihr seht, hier habe ich Erbseneintopf, hier habe ich Gulaschsuppe, mag ich ganz gern. Dann Nudeln in Tomaten-Basilikumsauce, Gemüse-Bolognese, also bei mir Kartoffeleintopf. Bei mir gibt es jeden Tag was anderes. Man kann das ganz einfach erwärmen irgendwo, in einem Wasserbad oder so. Die ganz harten machen es natürlich auf dem Kocher drauf, sollte man aber wegen den Dosen nicht machen. Das sind lauter Nahrungsmittel, die sehr, sehr lang haltbar sind. 2032 hier. Mega geil. Und von der Firma Sicher Saat. Heißt das jetzt? Beinahe versprochen. Aber schaut es da mal rein, weil die so viel haben. Auch Trockenfrüchte, das zeige ich euch jetzt gleich. Mega geile Sachen. Also auch dieser Notkocher hier von Sicher Saat. Geil, ich habe euch schon viel darauf hingewiesen, gerade im Mitgliederbereich, dass diese M71 Notkocher nicht mehr gibt. Das sind alles Restbestände, die es momentan zum Aufkaufen gibt und dann gibt es die nicht mehr. Die Schweizer Armee-Notkocher. Aber Sicher Saat hat einen. Gibt es auf der Homepage auch einzeln zum Kaufen, das gleiche System. Und dann gibt es bei mir auf Nacht draußen im Ernstfall wirklich was kurz zum Essen, was verdammt wichtig ist, glaubt mir's. Und da freut man sich über so eine Dosen. Also ich kann es wirklich sagen, weil ich habe mich öfter über Essen gefreut, was ich im Normalfall nicht einmal anschaut hat. Und viele gesagt haben im Video, bekommen sie was Essen, ein IPA oder so. Aber glaubt mir, wenn man den ganzen Tag im Gelände ist und ist fix und fertig, dann freut man sich auf sowas. Dann fängt man streiten darum, wer Gulaschsuppen kriegt. Aber das seht ihr, mega geil. Da komme ich auch noch mal in einem anderen Video drauf zurück, das werden wir uns noch anschauen, wo da habe ich noch mehr daheim, das ist richtig, richtig cool. Ja, jetzt werde ich das Essen da hier rüberstellen. Das ist auch ein Vorteil, so ist es sehr stabil und kann man einen Rucksack lagern. Da geht nichts auf. Auch von der Firma Sicher Saat, das ist übrigens eine Schweizer Firma. Was stinknormales Wasser, und zwar ein Schweizer Trinkwasser mit Kohlensäure. Mega geil. Habe ich schon einmal einen Liter dabei für den Start in mein Abenteuer, wenn mir was passiert. Dann kann ich gleich wieder draußen filtern und kann das Ganze auffüllen. Diese Dosen kann man dann auch sehr gut verwenden. Also wie gesagt, schaut auf die Seiten, weil die so geile Sachen haben. Also echt ohne Schmarrn. Ich erzähle euch keinen Schmarrn, das wisst ihr. Hier einer Blumensamen drin. Ha, was ich nicht alles finde. Kann ich Blumen abpflanzen, wenn es mal ein bisschen länger wird. Ja, auch hier allseits bewährt. Energie 5 kennen wahrscheinlich die allermeisten. Sollte man wirklich kissenweise daheim haben und Energie M, dann gibt es dieses BP5, keine Ahnung, Weizenriegel, da gibt es so viel. Und da komme ich demnächst auch auf ein Produkt zurück von Sicher Saat, wo es ähnlich ist wie das und richtig, richtig cool von den Nährwerten her, weil da ist jetzt wirklich auch alles drin, was man braucht, wenn man länger unterwegs ist. Wer macht sich Gedanken um seinen Kupferhaushalt? Da ist Kupfer drin bei sowas. Da ist wirklich alles drin, deswegen ist er entwickelt worden. Ich glaube, das ist für die Norweger entwickelt worden, für Entwicklungsländer. Und man kann sich wirklich da ein ganzes Jahr lang nur von dem ernähren, ohne dass man irgendwelche Mangelerscheinungen hat. Man kann es einfach so essen, man kann es aufwärmen. Must have, wirklich, kauft sich sowas. Kistenweise, man kann es unendlich lang lagern. Das ist alles so eingeschossen. Ich habe die ganzen Sachen, wo ich daheim habe, noch mehr eingeschossen, Vakuum verpackt. Und dass die wirklich lang halten.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende von dem Rucksack. Natürlich, man kann sich noch mit ganz vielen Kleinigkeiten, die nicht viel wiegen, noch ausstatten. Das ist alles kein Problem. Zum Beispiel kleine Messer, vielleicht, wo man brauchen kann. Das ist auch ein Ratschlag von mir. Dort zeige ich ganz ein kleines Schweizer Messer, habe ich hier im Schuh rein. Man kann den Schuh einen Feuerstahl einbauen, man kann sich eine Drahtsäge einbauen. Baut die Sachen irgendwo in einer Kleidung mit ein. Das ist kein Problem, muss ja keiner wissen und ihr habt immer was dabei. Auch hier von der Firma Sichersaat. Wieder extra verpackt hier, obwohl das schon verpackt ist, aber ich verpacke es nochmal mit dem Vakuumverschweißgerät, weil einfach dann der Durchstichschutz quasi mehr gegeben ist und das Ganze kann man dann auch irgendwo als Beutel verwenden. Das ist alles kein Problem, man kann es auch aufschneiden, habe ich schon öfter gemacht, das rausnehmen und man kann es wieder hernehmen, man muss nicht gleich wegschmeißen. Das ist jetzt zum Beispiel der Vollei-Pulver, dann haben getrocknete Früchte drin, haben die wirklich sehr, sehr feiernde Auswahl. Was ich gesehen habe, ich kaufe das sehr oft für meine Kinder, ganze Säcke voll. Und da habe ich jetzt festgestellt, bei denen auf der Homepage, die sind echt günstig. Also die sind wirklich gut und von der Qualität her hervorragend. Da haben jetzt Bananen drin, da haben Äpfel drin, da haben verschiedene Kräuter drin, alles gefriergetrocknet. Mega geil. Also ist richtig cool, weil sowas kann man sich dann quasi in der Hosentasche ein wenig so nebenbei essen. Hier habe ich dann alles nochmal ein bisschen verschweißt. Man sieht hier von Sichersaat, da ist jetzt einfach noch eine Schokolade, da ist Zimthölzer noch drin, Salz, Pfeffer, Kaffee, Instant-Kaffee, Teebeutel. Ich hoffe, ihr seht es schön. Das ist alles da drin, weil man das einfach wirklich sehr gut brauchen kann. Und irgendwo müsste ich noch ein Paket haben, hätte ich mal. Muss ich schauen, ob ich das habe. Oder habe ich das schon draußen gehabt? Na, hier ist drin. Genau, hier haben wir es gedacht, weil das habe ich noch drin und hier, der Rucksack hat so viele Taschen, das ist schon gar nicht mehr was. Jetzt nehme ich jetzt noch ein bisschen weiter. Wenn jemand denkt, der Backpacker Wilderness ist nicht vorbereitet, der Backpacker, dann habt ihr euch getäuscht. Also, hier geht es nämlich schnell ein bisschen weiter. Powerbank, 20.000 mAh, IP68 Standard mit Induktivladung, habe ich schon sehr lang. Megateil, also wirklich cool, ist Taschenlampe mit drin, ihr seht ja verschiedenste Taschenlampen drin, warum sollte da keine drin sein? Es ist ein Solarpanel, wenn man es wahrscheinlich den ganzen Tag in die Sonne legt, hat man auf Nacht 5 Minuten noch Licht, besser wie nichts, kann lebensrettend sein. Ladekabel, wie ich gesagt habe, verschiedene, weil ich einfach meine ganzen Taschenlampen so im Laufe des Tages, ich darf das hinten dran hängen hier, so mache ich es im Urlaub auch immer und dann wird das nebenbei auch sauber geladen und das funktioniert auch wirklich hervorragend, habe ich schon sehr oft getestet. Ihr seht es hier, nochmal eine kleine Taschenlampe, die wo ich dann auch auf Kappe drauf tun kann, ich kann es an die Jacken drauf tun, egal wohin. Und ich habe hier nochmal eine. Das ist ein wenig so ein Campinglight von LED-Lenser, bla bla. Absolut mega geil das Teil und alles unten verlinkt. So. Jetzt geht's weiter. Hygieneartikel. Verdammt wichtig, bitte macht euch Gedanken. Das ist mein ganzes Hygienepaket. Das reicht aus. Da sind Taschentücher drin. Hier habe ich sogar noch ein paar Teelichter drin. Die geben wir dann richtig, wo es auf Nacht, wenn man nur am Wald ist, habe ich oft ein Teelicht anzünd. Nicht, weil ich Angst habe, wo es mir öfter vorgeworfen wird, sondern weil es einfach wirklich was Schönes ist und es gibt ein schönes heimliches Gefühl. Also das ist wichtig. Dann Zahnputzset, da verlinke ich euch das von Faul. Das finde ich das Beste, nutze ich schon sehr viele Jahre, habe mir erst wieder neu bestellt, also das ist mein altneues quasi, aber jetzt in meiner Bushcraft-Ausrüstung habe ich es wieder erneuert, weil die einfach wirklich geil ist. Hier habe ich Handtücher, die haben auf kleine Pastillen, Tabletten presst, macht man nass, sehr reißfest, kann man sie auswaschen damit, sehr gut. Darunter haben glaube ich noch ein paar Kleinigkeiten drin. Desinfektionstücher sowas und hier habe ich Reihen der Tube, auch sehr wichtig, dass man seine Unterhosen waschen kann. Man kann sich ja Einwegunterhosen einbauen, ich weiß nicht, vielleicht mag einer dann 3 Wochen lang mit der gleichen Unterhosen rumrennen, ist möglich, aber man kann sagen, dass man irgendwann Ekzeme kriegt und dann ist das Geschrei groß, dann schreien sie nach Mama und Arzt. Ich kriege es nicht, weil ich wasche meine Unterhosen einfach irgendwo mehr aus, weil ich möchte keine Flechten oder Ekzeme kriegen, weil das furchtbar nervig ist. Genau. Hier geht es nochmal weiter. Nochmal ein kleines Paket. Trekkingkekse, Panzerplatten genannt, Trinkwasser. Das ist zum Beispiel was man sich dann auch in den Smog einstecken kann.
absoluter Notfall, ist hier eingeschweißtes Trinkwasser drin, es ist Zucker drin, es ist noch mit Tempo, Kaffee, fette Brühwürfel haben hier drin, kleine. Da ist noch ein Ding drin, isotonische Getränke, hier Pulver, da ist Zündhölzer drin, da ist auch noch mal Sofa drin, was man wirklich braucht. Aber das muss wirklich für sich jeder selbst entscheiden, wo er sich eintut. Somit bin ich mindestens eine Woche komplett autark safe und kann mich durchschlagen. Alles, was hier liegt, haben wir bei 16, 17 Kilo rum und ich bin perfekt ausgestattet. Es geht noch viel leichter, wenn man sich mehr Gedanken drüber macht und mehr Geld ausgibt. Dann kommt man wahrscheinlich auf 12 Kilo runter und man kann wieder mehr Nahrungsmittel nehmen. Das ist erst so ein Paket, was mir jetzt ich zusammengestellt habe gestern, was mir ich jetzt in eine Get Home Bag eintue, weil ich gesagt habe, mein Get Home Bag, was ich wirklich selber für mich nutze, will ich nie öffentlich zeigen. Das geht keinem was auch, was ich da drin habe. Und das wird es auch verstehen. Genau, so schaut das aus. Also das ist wirklich cool. Also was da alles drin ist, da bin ich wirklich absolut gut abgesichert und kann mich da zurückschlagen. Oder auch sonst irgendwas, irgendein Szenario, wo eintritt. Wird aus Spinnerei wieder abgestempelt, wird, finde ich immer sehr traurig, wenn manche Leute so denken, weil ich sehe es anders. Aber vielleicht ändert sich die Zeit einmal, ich hoffe es für die Leute nicht. Und während dann auch zu mir zum Betteln kommen, werde ich aber dann gar nichts abgeben, sondern nur für meine Familie sorgen und der Rest ist mir ziemlich scheißegal. Das ist auch was, man muss sich mental auf das Ganze vorbereiten, wie man damit umgeht, was man dann genau macht. Man muss jetzt da nicht der heilige Samariter sein, weil du wirst nicht weit kommen, sondern du musst wirklich ultra knallhart sein und Entscheidungen treffen können im Leben, die du normal in der heutigen sicheren Zeit jetzt nicht triffst. Aber du musst da voll im Klaren sein, dass du das dann durchziehen musst oder du ziehst den Kürzern, weil dann wird überfallen vielleicht, wenn es blöd läuft und das ist alles weg. Und das will ich definitiv nicht zulassen. Deswegen habe ich auch sehr gut vorgesagt in meinem Leben, sehr intensiv damit beschäftigt. Ganz genau auf die Themen mag ich nicht eingehen, ist ganz klar, das ist jeden sein kleines Geheimnis, wie sich darauf vorbereitet. Und kann bloß ein bisschen was weitergeben an euch. Für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, dann können sie dadurch ein bisschen besser auf so ein Szenario vorbereiten. Genau, dann hat das die Saison, sind wir jetzt hier durch. Ich muss jetzt einmal schauen, ich schaue jetzt mal, ob ich den Chef noch triff. Dann können wir vielleicht den anderen schnell daher sitzen, dann trinken wir noch eine halbe und kann auch ein paar Worte sagen, was er da eigentlich genau macht. Und wenn nicht, dann sehen wir uns sowieso demnächst wieder. Auf diesem Gelände werden wir auch vielleicht noch einen Beitrag drehen demnächst. Mal schauen, es fängt zu regnen an. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Macht es gut und bereitet euch vor. Der Weitler sagt Servus. Führt euch. So, jetzt bin ich noch mal da und jetzt habe ich den Chef, den Christian da. Aber Erik, grüß euch. Der würde es da sich ein bisschen vorstellen und ein paar Worte sagen zu dem, was er macht. Ihr habt es ja heute mitgekriegt, ich habe da ein bisschen auf so einem militärischen Gelände ein bisschen gefilmt und dazu werden wir jetzt den Christian ein bisschen befragen. Aber ich würde sagen, zwicken wir uns noch halbe auf jetzt schnell. Ein Feierabend halbe, weil jetzt haben wir beide gearbeitet, also ich habe gearbeitet. Ich ja. Was hat er denn für ein Bier? Nabecker. Ein Nabecker, ich lohnt mich auf ein Nabecker ein. Ihr wisst es ja, ich hoffe noch mitgenommen. Habe ich extra im Fischwein eingelegt, dass es schön kalt ist. Ja, dann trinken wir das einmal, würde ich sagen. Was hast du denn da zum Nachmachen? Sagst du mal einen coolen Flaschenöffner. Jawohl. Bitte schön, ja. Dankeschön. Eine schöne Patron zum Nachmachen. Ja. Mann vom Fach, würde ich sagen. Und der wird sich jetzt ein bisschen vorstellen bei uns. Trinken wir erst einmal, Bruder. Ja, Prost. So, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir mal einen Schluck getrunken mit zwei und jetzt wird sich der Christian einmal ein bisschen vorstellen, was der da eigentlich macht auf diesem riesen Gelände. Da steht lauter Zeug am Namen von der Bundeswehr, ist natürlich für mich ein Traum, weil ich bin ja voll der Fan von dem Ganzen. Christian, was machst du da? Jetzt stell dir erst einmal vor. Ja, wie gesagt, ich bin der Christian. Ich habe auch gedient, 15 Jahre, war vor die Feldjäger, Diensthundeführer. Ja, und jetzt kann ich mein Hobby praktisch ausleben als Beruf. Ja. Was treiben wir? Wir haben Militärausrüstung, Artikel. Dann haben wir einen Outdoor-Laden vorne mit 300 Quadratmeter. Da gibt es Angelsachen, Ausrüstung. Auch das, was du manchmal vorstellst, kann man sich bei uns anschauen, anprobieren. Das ist gut. Ja. Und dann haben wir auf dem Gelände auch noch ein Airsoft-Spielfeld. Momentan Corona-bedingt leider
geschlossen, so wie unser Laden halt auch schon seit November. Aber ich hoffe, dass es bald weitergeht. Hast du schon ein bisschen Daten, wann es weitergeht jetzt oder so, wann du aufmachen darfst wieder? Mei, da kennt sich doch keiner aus, das weißt du selber. Das ist leider so, das ist echt. Heute so oben, anders. Naja. Dann hoffen wir, dass du bald wieder aufsperren kannst. Und wie schaut es da aus? Weil so viele Container rumstehen und Fahrzeuge hast du da auch was zum Verkaufen. Und wie schaut es da mit den kriegerischen Fahrzeugen aus und so? Ja, ab und zu kommt was rein, aber ist nicht unsere Kernaufgabe. Aber ich darf es bei dir kriegen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Wolfmecher zum Beispiel, einen Mercedes, kann ich über die auch organisieren? Ja, wäre möglich, aber man muss auch rankommen an die Sachen. Okay, also wenn ihr irgendwas sucht im militärischen Bereich, dann meldet euch einmal beim Christian an. Ihr habt es gesehen in der Videobeschreibung, habt schon mit ihm angesprochen, da ist seine Adresse drin, seine ganze Firmenadresse und da ist sein Shop und so. Ein Angelshop hast du auch gesehen? Ja, da haben wir auch. Alles. Okay, du bist Angler, oder? Ich bin selber Angler, leidenschaftlich, jawohl. Sehr gut, also Angler bin ich auch, aber jetzt leidenschaftlich nicht mehr so, gibt nicht mehr so stark dazu, weil ich so viel arbeiten muss. Das ist klar. Genau. Sitzen wir da, wunderbar, von Christian seinem Fischweiher. Du hast irgendwas mit Fischer zu tun, oder? Wie meinst du das? Fisch vom Kaffee oder? Ja, ab und zu tun wir vorne durch den Zeltverleih, weil ein Zeltverleih haben wir auch noch. Habe ich was gelesen, ja. Genau, tun wir Forellen frittieren und gegrillt verkaufen, wenn halt besondere Anlässe sind. Wenn es wieder Corona-bedingt möglich ist, dann haben wir bei dir so Festel quasi. Genau, wir haben da ein Veranstaltungsgelände. Und es wird, wenn es normal laufen wird, ganz gut angenommen. Und wir haben jetzt auch vor, einen Biergarten zu machen. Mit Public Viewing, weil es ist ja jetzt da nicht eben. Da hoffen wir mal, dass das geht, weil das war natürlich bei dir perfekt, weil das ist wirklich ein wunderbares Stück Natur da draußen bei ihm. Es ist ruhig, also wirklich sehr, sehr ruhig. Cool, also abgelegen, man stärkt keinen. Das ist wirklich nicht schlecht. Also da schaut es öfter mal bei ihm rein und was Veranstaltungen sind. Spielen da Rockbands oder wie ist das bei dir? Oder das ist ganz oder unterschiedlich, also querbeet. Querbeet. Du hast ein bisschen für jeden was dabei quasi. Genau. Und Airsoft-Spielfeld auch dann jetzt schon, beim Aufbau quasi. Dann kann es eigentlich losgehen, wenn die scheiß Corona mal vorbei ist quasi. Dann kann man losstarten, ja. Geht's los. Ja, und von Christian, der hat auch noch Hunde. Da ist einer und dann läuft ein Abo einer umeinander, Schäfer. Der macht die Absicherung. Okay, da haben wir den brav. Der ist ganz aufmerksam. Und ja. Ich hab den Chef auch mal kennengelernt von der ganzen Geschichte und hab mich gefreut, dass du mich mal da herlassen hast. Ich hab da mal angerufen, beziehungsweise hab ich mir erst einmal geschrieben, ob ich da mal vorbeikommen kann, da zum Filmen und so. Er hat sofort zugesagt, sofort Vertrauen da bin. Also das finde ich wirklich super. Das ist in der heutigen Zeit nicht immer normal. Man merkt es ja schon am Telefon. Ob es passt oder nicht. Ja, Menschenkenntnis wirst du haben. Ja, das passt ganz gut und ich denke, wir werden noch das ein oder andere Projekt miteinander mal starten. Da werden wir wieder eine halbe zusammensitzen und ein bisschen reden. Da freue ich mich schon drauf. Was wir alles machen können. Und wir dann auch wieder filmen, das Ganze, dass du es auch alles seht. Und dann darf ich sagen wir Servus und lassen uns eine halbe dann noch schmecken. Pfiat euch, Servus. Und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.